Jo, Freunde, herzlich willkommen zurück zur, ja, Cheat Round Teil 2. Wollen wir doch mal wieder weiter aufräumen hier und mal gucken, wie das alles so schön jetzt aussieht, ne? Räumen wir hier mal ein wenig auf. Na, habe ich die schon gedrückt gehabt, ja? Ram. Wow! Hinter Zombies, ne? Doppelläufige wäre schneller gegangen. Hier gibt's erstmal Ammo. Man muss es mit den Cheats ja auch nicht übertreiben, ne? Alles noch mal in Schick hier. So, jetzt haben wir den roten Schlüssel, ne? Genau, und dann geht's da ja weiter. Hätte er mich aber schön erwischt. Ach, du kommst aus der Ecke gekrochen, ja? Sowas. So, blaue Schlüssel und hier rein, ne? Aber irgendwie war da ja noch ein Secret, ne? Ein Secret. Gucken wir mal, ob wir das irgendwie kriegen. Irgendwie muss das ja aufgehen, ne? Kann da irgendwo irgendwie schnell genug sein? Ich weiß es nicht, ne? Kann gut sein, ne? Gut, ich will jetzt hier auch nicht lange rumhampeln. Hier gibt es noch ein bisschen Rotzgun-Ammo. Die nehmen wir mit. Und ab dafür hier.
ne? Krieg ich da noch was? Scheint jetzt erstmal nicht mehr so, ne? Ne, sind nur so ganz leicht sichtbar. Gibt's nicht. Ja. Kann man da noch irgendwie rein, ne? Kann man denn da rein? Da muss man doch bestimmt ganz doof laufen, ne? Oh. Einfach reinlaufen. Jetzt wissen wir auch nicht, wo diese Teleporter da sind. Na, wer wartet da auf uns? Keiner. Und dann? Ja. Die Action hier, ja. Beschleunige das Ganze mal. Matsch. Ein bisschen Plasma. Dann natürlich noch einige Sachen in GZ Doom jetzt genutzt, die dann halt optisch auch nochmal was rausholen. Ja, beispielsweise gibt es ja Ambient Occlusion und so. Diese Umgebungsverdeckung, was das Ganze auch nochmal viel toller aussehen lässt insgesamt. Nehmen wir alles mit, ne? Die schönen Sachen. Oh, ich sollte mal mehr Plasma einsetzen. Machen wir das mal. Kriege ich ja hier wieder, ne? Ach komm, hier kriegt man schön. Die Schotti. Was soll der Geiz? Ich komm hier mal rüber. Ja, ist irgendwie ein bisschen merkwürdiges Grün, wenn das so runterfährt vor der Nase. Ja, sieht so ein bisschen nach Bending aus, ne? Das habe ich alles ohne Cheats geschafft, was hier los ist. Junge, Junge, Junge.
So, hier war doch noch ein Shotgunner, habe ich genau gehört. Oder war das getäuscht? Wir erinnern uns, irgendwie konnte man hier was runterfahren lassen, ne? Der hier, glaube ich, ne? Ja. Moin. War keiner mehr drin, ja. Okay. Aber da gab's noch mehr. Da brauchen wir den roten Schlüssel, ja. Und dafür gab's dann hier richtig dicke Action, ne? Sind sie aber hinüber, ja? Wie ätzend die sind, ne? Glaubt man gar nicht. Junge, Junge, Junge. So, haben wir das ja alles schön aufgeräumt. Schlüssel haben wir auch. Noch mehr von denen, okay. Eigentlich ist das auch schon, auch obwohl ohne Cheats und so im Let's Play, eigentlich auch schon unfair, weil drehen konnte man sich mit der Maus normalerweise nicht in dem Spiel. Ne? Das hat man alles hier so mit den Pfeiltasten mal gemacht. Ja. Geschweige denn seitwärts laufen, aber vielleicht sollte ich mal auf Tastatur wieder umsteigen. Das macht es dann noch mehr Retro wieder, ne? Ja, WASD und Maus ist schon schöner. Im Grunde genommen ja auch schon gecheatet, ne? Wow.
Ja, und hier kommt man jetzt nicht raus, ja. Aber es gibt ja zum Glück ID-Clip. Sonst wären wir da jetzt verreckt. Irgendwie kann man da rein, aber ich glaube, wir müssen einen Schalter drücken hier. Ach ja, ach ja. Euch lasse ich mal erstmal noch. Gebt mir mal aus dem Weg. Wir wollen ja ein bisschen Spaß haben hier. Tür hier abgeben. Ja. Wie ich jetzt gerade spiele, wäre ich schon so oft verreckt. Aber sowas von. Haben wir hier Schönes. Ach so, das geht dann hier irgendwann auch mal auf und dann kommt man hier auch lang irgendwie. Okay. Wusste ich doch, da wäre irgendwie meine Tür gewesen, ne? Naja. Ja, eigentlich müsste dann noch ein Schalter sein, ne? Genau. Und dann kam man da zum Exit, nicht? Jo. Die können einen echt erschrecken, ne? Hinter so einer Tür dann nochmal. Mann, Mann, Mann. Trotzdem nicht alle Secrets gefunden. Okay. Ja, die Nummer. Oh, aber ja, müssen wir noch eine dritte Cheat-Round machen, wa? Naja, gut. Bis dahin, macht's gut oder besser.